Ich weiß, wo wir hin müssen. Jo, was geht, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Part von Transference hier bei mir auf meinem Kanal. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, und ich hoffe, ihr seid genauso gehypt, wie das Ganze hier weitergeht. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben hier vor der Küche, beziehungsweise in der Küche waren wir drin gewesen und haben probiert, mit dem Radio die richtige Frequenz einzustellen, um ein paar Veränderungen hervorzurufen. Das haben wir leider noch nicht geschafft, das letzte Mal. Allerdings bin ich sehr optimistisch, was den heutigen Tag angeht, dass wir da ein wenig weiterkommen werden. Erkundet hatten wir ja eigentlich ja schon mal relativ alles. Ich will aber jetzt trotzdem nochmal die Frequenz wechseln, wenn man das so schön sagt. Und schauen, ob wir hier vielleicht nochmal in der Welt gerade irgendwas übersehen hatten das letzte Mal. Ich hoffe, das Mikrofon ist laut genug. Ich schalte das nochmal einen ganz kleinen Ticken lauter. Aber das kann ich im Nachhinein sowieso lauter stellen. Also von dem her ist das ja wurscht, ne? Hier haben wir ein bisschen was. Wir haben ein paar Uhrzeiten stehen. Allerdings bringt mir das jetzt, glaube ich, nicht so viel. Gut. Ich probiere jetzt trotzdem nochmal, ob ich hier vielleicht was übersehen habe in dieser Welt. Ich glaube nicht. Ah, da war was. Aber ich glaube, das hatten wir das letzte Mal schon, oder? Ich will mal jetzt... Die ist immer noch falsche Frequenz. Ja, ich probiere nochmal. Ja, das war... Ja. Das hat mir noch nicht viel gebracht. Das habe ich das letzte Mal noch gehört, genau. Oder wir. Das hört sich nach einem Schlaflied oder irgend sowas an. Das ist nicht richtig. Das haben wir alles schon gehört. Das weiß ich ja. Jetzt gehen wir mal hier in die Richtung. Okay. Das war's Richtige. Jawohl. Nein! Wir wollen doch die Buchstaben haben. Triff mich bei der Garage. Oh oh. Ben, kannst du mich hören? Benjamin! Nicht gut. Die Tür ist offen. Und der Benjamin hat gesagt, irgendwas ist bei ihm. Was ist das? Was ist das? Wo? Wo? Es gibt immer eine Lösung. Es sieht jetzt irgendwie verändert aus. Hier war doch vorhin noch der Durchgang, oder? Oh, Clowns habe ich gar nicht gern. Okay, ich habe einen Schlüssel schon mal. Ja, die Buchstaben... Nein, kann ich ja nicht gebrauchen. Ich will den Schlüssel. Okay... Ah, ich will noch schnell was einstellen, ganz kurz. Ah, abbrechen. So. Okay, wir sind hier draußen auf dem Platz.
Vielleicht finde ich hinten irgendwas. Oh, guck mal, was haben wir hier? Stör mein Dad nicht, wenn er arbeitet. Okay. Dürfen also nicht in die Garage rein. Oder wir hätten nicht in die Garage reingehen dürfen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der hier drinnen an diesem Projekt gearbeitet hat. Meine Theorie dazu ist natürlich auch ein bisschen, ich weiß halt nicht, vielleicht hat irgendwie der Sohn oder so eine unheilbare Krankheit gehabt und der Vater wollte wollte so irgendwie den Sohn retten. Das kann natürlich gut sein. Komme ich da rein? Kann man sich, man könnte sich doch ducken. Wo war denn das? Wo könnte man sich denn crouchen? Einen Moment. Steuerung. Maus. Hier war was. Hocken. Okay. Passt. Gehen wir mal hier rein. Ein Stadtplan. Ich will, dass es wieder so wird wie vorher. Mein Plan, um nach Hause zu kommen. Was haben wir hier? Mein Aufsatz ist über meinen Dad. Mein Dad ist Wissenschaftler. Er erforscht, wie unser Gehirn die Welt sieht. Mein Dad sagt, dass jeder die Dinge etwas anders sieht, weil jeder die Welt auf eine andere Art sieht. Aber wenn wir alle gleich auf etwas sehen, sehen wir alle dasselbe. Dad sagt, es kommt auf die Perspektive an. Ich bin echt gespannt. Steinpyramide. Was sich hier bei dem Ganzen noch ergeben wird. Okay, dann gehen wir mal hier rein, glaube ich. Ich glaube, hier können wir nicht viel machen. Nee. Wir müssen hier irgendwas machen. Oder ist hier hinten ein Eingang? Das kann natürlich auch gut sein, wenn da der Zettel hängt. Aber wir haben keine Taschenlampe. Und wir können ja schlecht durchs Fenster gehen. Wie kommen wir denn in die Garage rein? Warte mal. Ist nichts, oder? Nee. Da haben wir nur das Hundespielzeug noch von der Leica. Ich glaube nicht, dass wir wieder zurück müssen. Oder? Oder vielleicht doch? Nein, das glaube ich nicht. Nein. Warte nochmal. Habe ich was übersehen? Decke? Also das Game kann man ja auch in VR spielen. Und das kann ich mir auch noch richtig gut vorstellen. Ah, guck mal hier oben. Was haben wir gefunden? Neues Log verfügbar. Das bedeutet... Was bedeutet das denn jetzt? Können wir jetzt hier rein? Nee. Aber die CD können wir vielleicht da einlegen. Auch nicht. Was ist das für eine CD? Optische Disc. Steht da was drauf? Ich kann es nicht lesen. Benz. Ich kann es nicht lesen. Oder Benjamin. Ja, Benjamin steht da drauf. Okay. Was können wir denn mit der Disc machen? Also hier auf das Radio können wir nicht zugreifen damit. Oder, weiß nicht, doch, das ist ein Radio oder sowas. In die Garage kommen wir nicht rein, weil das Auto da steht. Und beziehungsweise der Garageneingang ist wahrscheinlich auf der anderen Seite. Oder hier vorne irgendwo, ich sehe den nicht. Kommen wir hier rein? Ja. Okay. Was habe ich jetzt gemacht? Egal. Wir können ja trotz allem die Buchstaben nehmen. Ich bin so kurz davor. Es hat sich hier auch nochmal alles verändert. Das ist ja strange. Ich dachte, wir können... Überall finde ich diese Buchstaben.
Aber kann nichts mit denen anfangen. Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Hier ist doch gar nichts. Ah, ich hätte vielleicht trotzdem... hier in der Welt runtergehen sollen. Das kann natürlich gut sein. Lass es nochmal so probieren. Genau. Sieht ganz anders aus. Ich brauche nur etwas Hilfe. Ein bisschen ist gut. Da, der Eingang zu der Garage. Erstmal hier draußen noch gucken, was wir hier finden. Alle Materie entsteht und besteht nur durch eine Kraft. Was haben wir hier? Hier haben wir auch noch was. Eine Mausefalle, okay. Eine Mausefalle. Da haben wir ganz viele Mäuse. Die haben wahrscheinlich ein Mauseproblem. Mäuseproblem. Ein Mäuseproblem haben die. Guck mal, hier ist auch noch was. Das hat sich gerade gar nicht gut angehört. Erinnerung, psychische Bewertung. So wie der gerade reagiert hat, ist sie anscheinend nicht so gut ausgefallen. Okay, wir können rein. Siehst du, was ich sehe? Ein haufenweisen Fastfood, ja. Was haben wir hier? Schnappschuss, ruhig, Geist. Und hier? Ich muss den Fehler finden. Vor dem Prozess Körpertemperatur verringern. Nein, sag mir jetzt nicht, dass da... Sag mir jetzt nicht, dass der seinen Sohn da reingesteckt hat. Das wäre jetzt zu viel gerade. Das schauen wir gleich. Was haben wir hier? Ruhig, Mädchen. Ruhig. Vom Hund? So ist's gut. Ah. Guter Hund. Da könnte auch der Hund drin sein. Der hat es am Hund getestet. Ein entfesselter Verstand. Testfall Walter. Was haben wir hier? Ist ein Festplatte oder irgend sowas? Neuer Log verfügbar. Was haben wir hier? Chloroform. Oh, Betäubungsmittel. Oh, sag mir nicht, der hat seinen Hund da reingesteckt. Ich guck zuerst jetzt hier rein. Wir kommen nicht rein. Okay. Demnach Garage Desktop. Also auf dem Desktop irgendwas machen. USB-Stick irgendwo reinstecken? Was haben wir hier? Die Salienz von Objekten, Personen oder Pixeln ist die Qualität, um die sie sich relativ zu ihren Nachbarn hervorheben. Aha. Aha, das ist cool. Das ist das Entwicklerteam von dem Spiel hier wahrscheinlich. Sind wir hier noch? Einwilligungserklärung für Freiwillige, die sich wahrscheinlich als Testobjekte freiwillig gemeldet haben. Hallo Ben. Ich richte diese Arbeitsloks an dich, weil ich wirklich sehr hoffe, dass du die Arbeit eines Tages fortsetzt, als ich es nicht mehr kann. Und auch weil ich das alles, wirklich alles hier für dich tue. Gehirn. Das ist das Problem hier. Ich das Gehirn einzufrieren. Kontrollierten klinischen Tod. Eine Modifizierung des Gefrierschranks, das könnte gehen. Modifizierung des Gefrierschranks? Lass mich raten, wir können den jetzt aufmachen. Schlaftabletten. Ey, ich glaube, der übertreibt gerade alles. Nee, wir kommen aber nicht rein. Was haben wir hier noch? Nee, das war das gewesen. Oder wir folgen den blauen Kabeln. Können wir hier noch irgendwas machen? Nee.
Wir folgen den blauen Kabeln, glaube ich. Ich glaube. Immer eine Lösung. Nein, nicht immer. Viele Farben werden eins. Bring mal den Prozess um. Vereint das Prisma das Licht. Prismen ändern die Art, wie wir das Licht sehen. Teilen es auf. Das Radio. Mich dünkt, ich weiß, wes Wald dies ist. Er wohnt im Dorf und sieht mich nicht. Er weiß nicht, dass ich hier verharre. Im schneebedeckten Glitzerlicht. Sechs. Warte. Der Pferd denkt schon, ich sei ein Narr, dem nichts zu stoppen. Die fliegen hier rum. Können wir die irgendwie ablegen? Eisgen sehen, in der dunkelsten Nacht. Sechs. Was haben wir noch? Durch ein Schnauben lässt es zwei. Gehen. Doch bitte bald schon fortzugehen. Was sonst an meine Ohren traf, sind Flocken und sanft. Sechs, zwei, vier, sieben. Der Wald liegt dunkel, tief und brav. Okay. Vier ist unten links in der Ecke. Mich noch vom Schlaf. Oder? Mich noch zwei ist die letzte. Sechs, die zweite. Also vier, sechs, sieben, zwei. Ich probiere es einfach mal, wenn das jetzt stimmt. Vier, sechs, sieben, zwei. Vier, sechs, sieben. Nein, ich wollte sieben. Sieben, zwei. Nein, das war falsch gewesen. Ich kann die nicht ordnen. Kann ich die... Die verschwinden nicht, oder? Kann ich die hier irgendwie mal hinlegen? Das muss man doch irgendwie zusammenführen, dieses Puzzle. Ich will alle hier haben. Halt. Da steht hinten noch was drauf. Nee, sorry, ist ein Stück Papier. Oder soll das irgendwie ein Muster ergeben? So eine Art Schneeflocke. Ich weiß nicht, 2, 4, 7, 6? 2, 4, 7, 6. Geil. Praktische Anwendungen? Da sind wir jetzt. Mich dünkt, ich weiß und weiß nicht, dass ich hier verharre. Im schneebedeckten Glitzerlicht. Schnee. Ich fand den Schlüssel. Es sind die Kristalle. Die Antwort, nach der wir. Ah, deswegen auch so eine Schneeflocke, so ein Schneekristall. Physik ist gleich Verhalten, ist gleich Musik, ist gleich Mathematik. Okay. Lobende Erwähnung. Ich habe einen Fehler gemacht. Einen schrecklichen Fehler. Warte, was haben wir hier? Seine Frau. Das ist wahrscheinlich der Ben. Von seiner Frau haben wir jetzt noch gar nichts gehört. Es kann natürlich auch sein, dass mit der irgendwas passiert ist. Was haben wir hier unten? Es gibt keinen Erfolg ohne Fehler. Ablehnung der Patienten... Was? Patienten-Einreichung. Einreichung. Patienten-Einreichung. Warum verstehen Sie nicht? Ablehnungsschreiben. NSF Grind. Was haben wir hier? Noch ein USB-Stick. Neues Log verfügbar. Forschungsordner. Das ist ein 3D-Drucker. Der macht mir hier die Buchstaben. Aber? Ich frage mich, ob das... Hast du meine Frau gesehen? Hey! Ja! Aha, das müssen wir dann am Ende noch zusammensetzen.
Da haben wir auch nochmal zwei. Da haben wir das A. Und das L. Es fehlt uns noch ein Buchstabe. Das müssen wir noch herausfinden, was das dann bedeutet. Ich hab doch Geburtstag. Auszeichnung. Ein Comicheft. Sag mal, Geburtstagskarte. Happy Birthday, kleiner Sonnenschein. In liebe Mami. Aber von der sieht man gar nichts, ne? Oder täuscht? Nein, nein, ich habe von der noch gar nichts gesehen. Okay. Hasse Clowns. Ja, du bist da nicht der Einzige. Oder der Einzige. Happy Birthday. Einfach nur das. Er. Ist das von seinem Vater? Und das... Hat der nur Happy Birthday er geschrieben? Ja. Das sieht nicht mehr so glücklich aus. Das Passwort wird sicher Leica sein. Ah, verdammt, wir brauchen noch das A. Kommen wir nochmal zurück? Ganz raus? Ins Treppenhaus? Yep. Oh oh. Scheiße. Habt ihr das gesehen? Ich brauch doch nur das A. Tut mir leid, ich mach wieder zu. Alles gut. Ich finde sie nicht. Ich komme einfach mal rein, ne? Wow. Dad, was ist denn los? Einen Moment, Kumpel. Einen Moment, okay. Los, Mom. Du wirst sie bald sehen, okay? Bild einfach stellen. Hey, vor langer Zeit, in einer sehr nahen Galaxie. Beide gingen zur selben Schule. Der verrückteste Wissenschaftler der Welt. Okay, ist das bequem? Prototypen, nicht wahr? Traf die allerschönste und talentierteste Musikerin der Welt. Erforsche dies, erforsche das, bla bla bla. Und sie kreierten mich, Benjamin Hayes. Ich wünsch, das könnte sein wie früher. Was ist da drin? Hey! Ich weiß, wo wir hin müssen. Mach auf, Mann! Hier drin ist es doch! Ich muss die Frequenz wechseln irgendwie. Wo war der Raum gewesen? Wir kommen hier nirgends raus. Da! Genau. Rein da. Wie kam sie hierher? Hat sie dich gesehen? Sie sitzt fest. Bitte hilf meiner Mom. Bitte hilf meiner Mom. Bitte hilf meiner Mom. Okay. Ich glaube, wir werden jetzt langsam mehr von der Mutter herausfinden. Ja, ich denke auch. Aber das, meine lieben Freunde, das heben wir uns für den nächsten Part auf. Wir sind inzwischen schon wieder bei 25 Minuten angekommen. Ich hoffe, euch hat der Teil gefallen.
ich fand's wieder mega geil, haben wieder einiges rausgefunden. Ich bin halt wirklich gespannt, was der Vater da mit dem Ben und mit seiner Mutter angestellt hat. Irgendwas ist da vorgefallen. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwie, wenn auch der Ben jetzt gesagt hat, hier, helf meiner Mutter und so, dass da irgendeine Krankheit im Spiel ist oder ich weiß es nicht, oder eine Verletzung. Und der Vater probiert halt so irgendwie mit seiner Familie halt noch zusammen zu sein. Wir werden das sicher im nächsten Part herausfinden. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung von euch natürlich freuen. Und ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder dabei oder übermorgen. Ich weiß noch nicht, wann das Video kommt. Auf jeden Fall trotzdem, haltet die Ohren steif, euer Nier und ciao!